kommt das besser? Sieht auch komisch aus, gell? Oh, ja. Das war jetzt, ganz genau gezielt und dann boom, daneben. So. Okay. Ja, nehmen wir mal aus, das sieht komisch aus. Also, so möchte ich das auf keinen Fall lassen. Ja. Guck mal, das an sich sieht das eigentlich aus wie ein Stück. Aber dann müsste das hier oben, diese Decke da, die da oben drauf ist, vielleicht noch weg. Das wäre vielleicht meine Idee. Vielleicht guckt sich Hannibal durch irgendeinen ganz komischen Zufall mein Let's Play an. Lieber Hannibal, wenn du das Let's Play siehst oder irgendjemand, der Hannibal kennt, vielleicht bei diesen Kisten hier, wenn man das auch so ein bisschen hier so Striche durchmacht durch das Laken oder das irgendwie so anordnet, dass das wirklich schön so reinpasst. Oder auch dem Ofen vielleicht so ein bisschen an die Steintextur. Ich weiß nicht, wie der Ofen mit der Steintextur jetzt aussieht. Aber das wäre schon richtig geil, so wenn man die wirklich so in Küchenzeilen mäßig einbaut. Gab's ja jetzt von ihr jetzt schon was Geiles mit dem Kühlschrank. Das fand ich schon richtig gut. Also auf die Idee muss das mal kommen, ne? Deinen Kühlschrank draus zu machen aus den Dingern. Das war schon overgeil, ne? Overgeil, das ist das neueste Wort. Der neueste Schrei in den Trends. Obergeil. Ne, das war schon richtig gut gemacht, fand ich. Und auch so hat Hannibal eigentlich richtig geil liegen. Ich muss mal sagen, der Himmel jetzt, ne, das ist ja mal, wow, das ist Bombe. Also, da hat bestimmt, ich kenne mich da nicht aus bei sowas, aber ich gehe mal stark davon aus, da hat bestimmt einiges an Arbeit drin gesteckt. Und den Himmel, jetzt ist er gerade nicht da. Das ist ein guter Vorführeffekt. Was ist denn das? Das sieht ja auch geil aus, ne? Nee. Machen wir gerade bei Hannibal. Also, einiges, was sie macht. Alles, was sie macht, ist gut. Aber einiges, was sie macht, ist wirklich. Wow, da denkst du dir, geil. Das war jetzt schon wieder Lob an sie. Oh mein Gott, ich lobe sie viel zu viel. Nee, hat sie es auch verdient. Echt schöne Dinge, die sie immer raushaut. Die hat ja jetzt auch ein neues Let's Play angefangen, ne? Das hab ich ja, bin ich ja gerade am gucken. Irgendwie habe ich mir immer nur die ersten paar Folgen angeguckt. Das muss ich mal nachholen. Sie hat ja irgendwas von Sturm erzählt, dass da bei ihr Sturm war oder so. Und entweder hat sie das jetzt so gemeint, dass ihre alte Datei irgendwie weggestürmt wurde. Oder sie hat irgendein Special gemacht. Oder ich hab keine Ahnung, ich hab's nicht geguckt. Werde ich mal nachholen müssen. Lass ich das so? Ah, ich habe eine Idee, was ich hier mache. Wenn das noch reicht. Glas. Ich brauche Glas. Okay. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt noch die Glasscheiben rein und dann beende ich diese Folge, glaube ich. Ich werde gleich. Warte, ich gucke gleich mal. Ja, also ich nehme jetzt schon 1 Stunde 15 auf. Dann würde ich sagen, bei 1 Stunde 20 ist Schluss. Und dann werde ich auch erstmal genug Folgen haben. Sieht doch schön aus. Finde ich. So. Und hier hatte ich jetzt vor, eine Seite so rein. 4. Level 24 ist natürlich, schreit natürlich auch geradezu nach Enchantment, ne? So, heimlich einen Schluck getrunken. Na komm, werd fertig. Werde fertig. So, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, vielleicht machen wir demnächst auch nochmal eine kleine Höhlentour auf der Suche nach Diamanten. Ich möchte es jetzt aber auch nicht. Sieht das aus? Doch, das kann man lassen, oder? Ich finde, das sieht geil aus. Ja.
Ich will das jetzt auch nicht heraufbeschwören mit den Dings, weil wenn ich einmal Diamanten gefunden habe, dann finde ich die echt ziemlich schnell. Und das möchte ich jetzt nicht unbedingt jetzt so, dass ich gleich so 5 Milliarden Diamanten finde. So, bringen wir noch ein kleine Features rein, so ein bisschen so hier. Blub, blub. Oh, so, das sieht doch geil aus. Haben wir noch ein bisschen? Ja klar, haben wir noch ein bisschen. 1, 2, 3. So, machen wir das noch. So, 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 so. So, so, so. Ja, das war jetzt. Die geht natürlich auch übelst ab, die Musik. Oh yeah, baby. Oh. La 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 la. Ja, das sieht doch echt geil aus. So, sind wir alle losgeworden. Und hier mach ich die Bäume dann weg und dann sieht man, ich hab mal hier so einen übelsten Skelettausblick, sehe ich gerade. Ich würde sagen, damit verabschiede ich mich dann, oder? Da kommen die 3 Minuten machen wir noch voll, die ich jetzt noch habe. Was können wir denn noch machen? 3 Minuten. Fertig. Ah, stimmt, ich wollte das Bett nach oben verfrachten. Den werde ich dann auch schlafen. Und zwar genau hier hin. Machen wir die Fackel noch ab und setzen die mal ordentlich. Und zwar 1, 2, 2. Na. 3, 4. 5. Da kommen wir mal schon richtig hell. Was ist denn das? Irgendwie hakt's bei dem Bett gerade. Dann würde ich sagen, nehme ich die Kisten mal mit nach oben. So, Kisten. So, lad mal das ganze Gezuppels erstmal ab. So. Lassen wir mal alles außer die Waffen drin. Und das Werkzeug. Wird es schon wieder Tag? Nee, gell? Gut. Ich möchte mich gerne mit einem Schlafen gehen verabschieden. Aus dem Grund, dass ich ja gerade das Bett umgebaut habe und das Bett ja jetzt eigentlich nicht mehr auf mich gefixt sein müsste. Und deswegen möchte ich gerne, falls wir sterben, dass wir beim Bett spawnen. Wir würden dann zwar innen oder draußen spawnen, aber ich würde gern sicher spawnen. Okay, dann würde ich sagen, mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Das sollten jetzt einige Staffeln Let's Play sein. Da ist ein Enderman. Könnt man hier angucken. Okay. Gute Nacht.